Hallo zusammen, willkommen zu meinem ersten Tutorial, eigentlich zu meinem ersten Video überhaupt. Warum ich das gemacht habe oder auf die Idee gekommen bin, es hat was mit Facebook zu tun, und zwar bin ich da in einer Gruppe, die nennt sich Photography Help Tips and Tricks Second Life Edition, und die haben jede Woche ein anderes Thema, und diese Woche ist dran In-World Setup, das heißt, naja, die ganzen Einstellungen, Windlights, Projektors, Graphic Settings, alle solche Sachen. Und wundert euch nicht, ich habe den Viewer in Englisch eingestellt. Einfach, wenn ich das Ganze hier per Video auf Deutsch mache, was für mich einfach einfacher ist, weil ich dann mich besser ausdrücken kann, können dann aber wenigstens alle anderen das Ganze in Englisch nachverfolgen. Ja, wenn es da zu irgendwelchen Fragen kommen sollte, immer her damit. Ich bin kein Firestorm-Profi, ich bin kein Photoshop-Profi. Wenn hilfreiche Sachen dabei sind, freue ich mich sehr. Wenn ihr Tipps habt, wie ich manche Schritte verkürzen kann, außer Shortcuts, Shortcuts kann ich mir nicht merken, die höre ich natürlich total gerne. Ja, dann kommen wir doch zum aktuellen Tutorial. Und zwar, das ist jetzt praktisch mein Setup. Ihr seht hier die ganzen Blömkes. Und zwar geht es um eine Pose, wie man sieht, in einem Blumenfeld. Und deswegen sind hier mehrere verteilt, damit ich einfach, wenn ich reinzoome, egal wie ich meine Kameraperspektive drehe, immer noch die Blümchen da habe. Und ja, kommen wir einmal zu den Einstellungen. Das erste, was ich mache, nachdem ich meine Pose gefunden habe und auch hier so die Blumen ein bisschen verrückt habe, wie hier zum Beispiel, dass ein paar über dem Arm liegen und hier und an der Hüfte und auch manche aus den Körperteilen rausgeholt habe. Die hier zum Beispiel, die sieht so aus, als steckt sie im Bein, ist sie aber nicht, aber weil es so aussieht, nehme ich ein Stückchen, ja. Ja, die Haare angepasst habe und so weiter und so fort. Erst dann stelle ich tatsächlich meine Grafik höher und nehme auch dann erst das Advanced Lighting, also das erweiterte Beleuchtungsmodell dazu, weil wenn man das anhat, kann man schlecht hoch und runter, rechts und links zoomen. Das geht ohne die ganzen Einstellungen einfach besser. Ja, vielleicht einmal zu den Grafikeinstellungen. Man geht einfach auf Avatar, Graphics, und ich bin immer irgendwo zwischen High und Ultra. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Manchmal, wenn ich auf Ultra stelle, ist es zu verschwommen, deswegen gehe ich dann auf High oder irgendwo in der Mitte. Keine Ahnung, warum hier der Haken raus war. Advanced Lighting mache ich an, das erweiterte Beleuchtungsmodell. Lass mir auch die Schatten anzeigen, sowohl von Sonne, Mond als auch von Projektoren. Und das wäre es erstmal hier. Alles, was mit den Reitern zu tun hat, mache ich dann im Bereich Fototools. Das heißt, hiermit bin ich dann erstmal durch, Fenster zu. Ja, und dann gehe ich auch schon in die Windlight-Einstellung. Ich habe mich heute für ein Windlight von Strawberry Sing entschieden, nennt sich Headshots. Mir gefällt das halt relativ gut, weil es einen weichen Skin macht. Und relativ weiche Schatten stellt, wirft. Und durch diese ganzen Blumen und durch das gelbe Kleid möchte ich dann doch lieber ohne viel Licht und Schatten haben. Zumal man davon ausgeht, wenn die Sonne von oben kommt, wirft das jetzt nicht so viele Schatten. Also man sieht es auch hier am Kleid, da ist hier ein bisschen und hier ein bisschen. Und dann war es das aber schon. Ich möchte da jetzt, wenn ich da groß dran rumspiele, habe ich dann hier überall irgendwelche Schatten. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ja, hier einmal die Windlight-Einstellung dazu. Man kann sich ja auch selber eins erstellen. Von daher kann man da die Werte so gut es geht übernehmen. Oder ihr geht einfach auf Strawberry Sing, sucht einfach mal nach dem Avatar. Sie hat auch eine Webseite und da kann man die Windlights auch runterladen, kostenlos. Da gibt es einige und eine super Anleitung dazu, wie man das überhaupt macht. Ja, nachdem ich mein Windlight gefunden habe, mache ich auch einfach nur noch einen Snapshot. Klingt jetzt alles, als würde das relativ zügig gehen, aber ich habe das natürlich ein bisschen vorbereitet, damit das Video nicht wie bei meinem ersten Versuch über eine halbe Stunde geht.
Vielleicht einmal zu meinen Fotoeinstellungen. Ich gehe hier auf Custom, also Benutzer definiert, und gehe in der Breite auf 6000. Ich lade jetzt nicht mit 6000 Pixeln die Fotos irgendwo hoch. Liegt einfach daran, je höher auflösend das Foto, desto besser die Qualität. Wenn ich mit der Grafik höher gehe, dann hängt es mal kurz. Und das zweite Foto, was ich dahinter immer direkt mitmache, ist, ich gehe in die Fototools und arbeite mit dem Depth of Field. Wie heißt das denn eigentlich auf Deutsch? Schärfe, Tiefen oder so ähnlich? Bin mir gerade nicht sicher, wie dies der Menüpunkt heißt. Oh, da sehe ich gerade, ich habe mir hier den Winkel anzeigen lassen. Das mache ich mal eben weg und mache den Snapshot nochmal, weil den hat man sonst hier mit drin. Das macht dann unnötige Arbeit in Photoshop. So. Ja, danach gehe ich, wie gesagt, in Fototools und da gehe ich tatsächlich, aktiviere ich Depth of Field. Ich schärfe Tiefe, ich bin gerade nicht so sicher. Problem, ich habe noch nicht so richtig für mich den Weg rausgefunden, den einfachsten rauszufinden, wie ich das auf dem Foto habe, so wie ich es hier auch jetzt auf meinem Screen sehe. Ihr seht ja, das hier ist verdammt blurry und das will ich ja eigentlich gar nicht so haben. Mache ich es aber, wenn ich das jetzt zum Beispiel runtergehe und sage, okay, so gefällt mir das ganz gut, hier ist ein bisschen blurry und hier und an den Armen ein bisschen. Jetzt hat mich dieses Fenster total abgelenkt. wenn ich da jetzt ein Foto daraus mache, einen Snapshot mache, dann sieht das noch genauso rattenscharf aus wie vorher. Und damit meine ich halt scharf und nicht blurry. Deswegen habe ich für mich herausgefunden, wenn ich es sehr verschwommen habe, ne? Also was weiß ich, du trägst eine Brille und setzt sie ab und siehst sie verschwommen, dann kann es relativ gut werden. Und da müsst ihr mal ein bisschen mit den Reglern so ein bisschen rumspielen. Hier seht ihr das auch, das wird es noch verschwommener, beziehungsweise manche Teile werden dann halt schärfer und manche verschwommener. Ich denke, ich werde es mal so versuchen. Ihr seht, das ist jetzt relativ verschwommen. Ihr seht das auch gleich noch hier in der Vorschau vom Snapshot sehr verschwommen. Na, Speicher. Wenn wir jetzt aber uns den letzten Snapshot anschauen, seht ihr, dass es gar nicht so verschwommen ist wie in der Vorschau. Da sieht man es hier ein bisschen an den Blumen, hier an dem einen Auge, ein bisschen hier die Haarsträhnen, hier so ein bisschen. Und das reicht mir aber schon vollkommen. Es soll ein bisschen Tiefe in das Bild geben und mehr Tiefe kriegt man dann sowieso mit Level und Curls, Curves in Photoshop. Aber nur für mich ist das immer ganz gut, wenn ich dann was in Photoshop mache, dass ich weiß, okay, wo setze ich denn überhaupt an? Ja, damit hätten wir schon zwei Snapshots im Kasten. Ich spiele meistens noch mit weiteren Windlights dann rum, bis ich das passende gefunden habe. Ich habe mir da einige installiert. Da müsst ihr selber einfach für euch mal rausfinden, was gefällt euch da am besten. Wow, jetzt habe ich aus Versehen hier gesummt. Ich probiere es jetzt einfach mal mit dem hier. Slidern so ein bisschen spielt, seht ihr, wie sich die Schatten verschieben. Und da gefällt mir, dass es hier die Schatten wirft und ihr auch hinterm Hinterkopf. Ich mache mal eben das hier aus, dann sieht man es ein bisschen besser, wo sich die Schatten so hinlegen. Also kann man davon ausgehen, von hier oben irgendwo kommt die Sonne. Und auch hier mache ich wieder einmal einen Snapshot mit und einmal ohne Schärfe-Tiefe.
Ich glaube, hier sind jetzt die Farben ein bisschen kräftiger. Die Einstellung davon lasse ich euch gleich auch nochmal komplett auf dem Bildschirm. So, dann haben wir hier einmal die Einstellung für Schärfe, Tiefe. Ich glaube, ich bin wieder. Das lasse ich euch auch noch einmal auf für die Einstellung. Und einmal für die Grafikeinstellung, den General Tab. Ja, das war es eigentlich soweit für dieses Tutorial. Es ging ja wirklich nur darum, die Einstellung und das Setup zu machen. Da kommt vielleicht noch das eine oder andere mehr. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen und das Zuhören. Und ja, wir sehen uns und wir lesen euch. Und ich danke euch. Ciao.